Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Struggle Play. Ich bin Mara, ich bin eine Gaming-Streamerin auf Twitch. Ich mache heute aber mal ein etwas anderes Video, weil Weihnachten steht ja vor der Tür und viele von uns tun sich mit dem Schenken ja ein bisschen schwer. Vor allem, wenn es um personalisierte und ja individuelle Geschenke geht. Deshalb dachte ich, gebe ich euch mal 20 Geschenkideen an die Hand, mit dem ihr ja, jedes Nerdherz höher schlagen lasst. Und ja, gut, heutzutage ist ja, dass eigentlich jeder eine nerdige Seite hat. Ob ihr jetzt Harry Potter Bücher lest oder Game of Thrones guckt, ob ihr Videospiele spielt oder Animes schaut, irgendwas Nerdiges ist eigentlich bei jedem Menschen vorhanden, würde ich sagen. So, und ja. Dann fangen wir an, würde ich sagen. Meine Preise beziehen sich der Einfachheit halber übrigens auf Amazon. Ihr könnt die Artikel natürlich auch direkt beim Hersteller kaufen, aber da variieren die Preise dann öfters und oftmals sind sie leider auch um einiges teurer. Deshalb, also die Preise, die ihr von mir gesagt bekommt, sind die original Amazon-Preise, nur damit ihr Bescheid wisst. Also generell bin ich kein Freund von textilen Geschenken, heißt Pyjamas, Socken, T-Shirts, ähnlichem, weil oft sind die sehr unpersönlich und ich glaube, es freut sich jetzt niemand so sehr über 10 Paar Socken und 5 Paar Pyjamas unter dem Weihnachtsbaum. Aber hier gibt es natürlich wie bei allem auch Ausnahmen und deshalb zeige ich euch jetzt 2 Geschenkideen, die ich mir sogar von meinem Weihnachtsgeld selbst gekauft habe. So, ja, beziehungsweise sind es sogar 3. Das wäre erstes Mal, also wenn ihr schon Pyjamas schenkt, es gibt auf Amazon total süße Disney-Pyjamas. Ich habe zum Beispiel einmal König der Löwen, ich zeige euch auch gleich noch die Hose. Da ist wirklich so ein süßes Muster drauf. Und dann habe ich mir noch gekauft, weil ich den auch so knuffig fand, den Ariel. Der hat kurze Ärmel, der König der Löwen lange. Ich brauche natürlich kurz und langärmlich in dem Fall. Genau, das sind 2 wirklich, wirklich hübsche. Ich kriege das leider gar nicht so gut drauf, so vielleicht. 2 wirklich hübsche Pyjamas, über die sich bestimmt jeder Disney-Fan freuen wird. Das ist noch die Hose zu dem Ariel Pyjama, ja. Die kosten ungefähr 25 Euro, also sind nicht ganz so billig, wobei für Pyjamas ist der Preis eigentlich noch im Rahmen. Ihr müsst nur aufpassen, die fallen relativ klein aus. Ich weiß noch, als ich die gekauft habe, ich habe aber auch in den Kommentaren geguckt, am besten guckt ihr immer in den Kommentaren, bevor ihr etwas kauft, da waren auch sehr, sehr seltsame Größen. Also da gab es nur L bis XXXL, glaube ich. Und ich habe den L bestellt und der passt mir aber ziemlich gut, obwohl ich eigentlich zwischen Größe S und M ungefähr variiere. Also oben habe ich eher Größe S und hosenmäßig eher Größe M. Jawohl. Als nächstes habe ich euch ganz süße Söckchen mitgebracht. Das eigentlich ist das ein 6er-Pack. 2 sind aber in der Wäsche, weil die bei mir wirklich konstant in Benutzung sind. Ich zeige euch die gleich mal. Und zwar sind das Sailor Moon Socken. Ich liebe Sailor Moon. Ich bin ein ziemlich, ziemlich großer Sailor Moon-Fan. Und die habe ich geschenkt gekriegt. Und über die Socken, das sind aber wirklich die einzigen Socken, an die ich mich erinnern kann, über die ich mich wirklich, wirklich riesig gefreut habe und die sehen auch zuckersüß aus, wenn ihr sie anhabt. Also oftmals stehe ich halt auch da und gucke mir nur meine Socken an. So. Und ja, in dem Paket sind Sailor Moon, Sailor Merkur, Sailor Mars ist leider in der Wäsche, Sailor Jupiter auch und Sailor Venus und auch noch die kleine Chibi-Usa, also Sailor Chibi Moon. Wirklich schön. Gibt es auch in verschiedenen Variationen. Also da gibt es auch zum Beispiel Luna und Artemis Socken noch. Gibt es natürlich auch von
Game of Thrones schöne Söckchen oder Harry Potter oder was auch immer ihr bevorzugt. Je nach Anbieter und Variation, sage ich mal, kosten die zwischen 5 und 15 Euro. Also die variieren relativ stark im Preis. Die ich jetzt gesucht habe, nochmal extra auf Amazon, die lagen so bei 7 Euro. Also die könnt ihr für 7 Euro die süßen Sesamsöckchen erwerben. Auch ein wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Geschenk für Zelda-Fans habe ich letztes Jahr auch zum Wichteln mitgenommen und hat mir dann so gut gefallen, dass ich es mir nochmal selbst geholt habe, ist diese kleine Ocarina. Die ist die Ocarina von Zelda Ocarina of Time nachempfunden. Und ich spiele euch jetzt nicht darauf vor. Ich habe es probiert. Ich kann es leider noch nicht so gut. Aber sie funktioniert auf jeden Fall. Und was ich wirklich toll finde, ist, sie kommt auch mit so einem kleinen Songheft. Und also auch wenn ihr jetzt keine Noten könnt, es wird euch erklärt hier, wie ihr die Ocarina zu benutzen habt. Und hier sind dann immer, also im Notenblatt sind dann auch immer die Löcher abgedeckt, die ihr theoretisch mit den Fingern abdecken müsst. Das ist ein bisschen kompliziert, ich gebe es zu. Aber es sind auch alle, also alle Ocarina of Time, die da sind drin. Da ist Zelda's Lullaby, Sun's Song, Epona's Song, Saria's Song, Song of Storm, Song of Time, Requiem of Spirit, also alle Tempellieder auch. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Geschenk für Zelda-Fans, finde ich. Man bekommt noch eine kleine Hand dazu als Halterung. Muss ich schauen, nicht, dass ich es falsch mache. Nein. Moment. Ich glaube, so. Also so könnte man sie dann auch in den Schrank stellen, in die Vitrine, je nachdem, wo ihr das gute Stück ausstellen wollt. Oder gibt es auch noch eine Tasche, in der ihr sie dann bestaunen könnt. Ja, wie gesagt, ich habe sie ausprobiert, sie funktioniert. Es macht auch Spaß, aber es ist ein bisschen kompliziert. Ja, die liegt preislich zwischen 10 und 20 Euro. Ja, ich glaube, die hier habe ich für 12 Euro gekauft. Also ist auch ein echt schönes Wichtelgeschenk, finde ich, wenn ihr gerade in der Gruppe seid oder wenn ihr eine bestimmte Person gezogen habt, die ein bisschen auf Zelda steht, wie ich. Genau. Auch ein sehr, sehr schönes Wichtelgeschenk, das es in vielen Varianten gibt, ist zum Beispiel diese kleine Musicbox. Da ist eine Spieluhr drin, wie ihr sehen könnt. Und ja, die sind zum Drehen. Also wenn man dreht, dann kommt Musik, wie bei jeder Spieluhr. Ja, ich denke, ihr versteht, wie es funktioniert. Die sind wirklich, wirklich süß und manche sammeln die auch und die gibt's, wie gesagt, die gibt's wirklich in allen Variationen. Ich habe jetzt die Sailor Moon Spielbox, die gibt's aber auch in allen möglichen Zelda-Liedern. Es gibt die Game of Thrones Melodie, es gibt wirklich, glaube ich, alle Disney-Songs, es gibt Harry Potter-Melodien, also das ist wirklich sowas, da findet ihr garantiert für jeden Menschen eine Spielbox, die passt. Und die sind preislich, fangen die ab 5 Euro an, aber je nach Ausführung gehen die auch hoch bis zu 15 Euro. Ja, das variiert aber auch noch bei dem Anbieter. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch ein bisschen noch Preise zu vergleichen und ein bisschen länger zu suchen eventuell. Noch ein sehr, sehr schönes Sailor Moon Geschenk habe ich vor ein paar Jahren von meiner Mitbewohnerin bekommen. Und zwar ist das diese Tasche hier. Das ist eine Umhängetasche im Luna-Design. Die ist mega süß. Also die nehme ich wirklich sehr, sehr oft mit. Was mir daran echt auch gut gefällt, ist, dass es keine so offensichtliche Nerd-Tasche ist. Weil, also die wird von Sailor Moon-Fans erkannt. Also da, ich wurde schon öfters angesprochen, so, hey, ist das Luna von Sailor Moon? Und so, ja, stimmt. Aber wenn ihr jetzt nicht unbedingt der Typ seid, der
der gerne auffällt. Und manchmal will man das vielleicht, manchmal aber auch nicht. Dann kann man die Tasche aber auch gut abends, wenn man ausgeht, mitnehmen, weil die sieht schon ein bisschen hochwertig aus, finde ich. Und es ist aber einfach hübsch design. Es ist nicht so offensichtlich, dass das jetzt ein Nerd-Produkt ist, sage ich mal. Das finde ich echt schön an dieser Tasche. Und wie gesagt, die ist auch ständig in Benutzung bei mir. Gibt es auch noch in Weiß? Also auch Artemis noch auf Amazon und liegt preislich bei etwa 18 Euro. Die nächste Geschenkidee, die ich für euch habe, sind Plüschtiere. Ich habe jetzt mal meinen allerliebsten Lieblings-Yoshi genommen. Das ist dieser süße hellblaue hier. Die gibt es in allen Formen, Farben, Variationen und Größen. Ich persönlich sammle die zum Beispiel auch, liegen preislich bei Amazon um die 15 Euro und ja, sind natürlich nicht die einzigen Plüschtiere, die ihr kaufen könnt, aber mal ehrlich, wer mag keine Yoshi? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, er mag Yoshi nicht, also finde ich, das ist auch so ein Universalgeschenk, das man eigentlich jedem schenken könnte, der im Entferntesten was mit Nintendo-Spielen, Games zu tun hat. Es gibt natürlich auch schöne andere Plüschfiguren, es gibt zuckersüße Pokémon-Figuren oder auch kleine Darth Vader und Yodas, aber ja, meine Favoriten sind wirklich die Yoshi, weil die auch total schön verarbeitet sind. Guckt ihn euch an. Ich liebe ihn. Als Frau bekommt man natürlich auch immer wieder Badesalz, Badeperlen und solche Dinge geschenkt. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht, allerdings ist es halt auch wenig persönlich. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das macht, findet bitte raus, ob diese Person eine Badewanne hat. Weil als ich studiert habe, habe ich viele solche Geschenke gekriegt. Aber wenn man nur eine Dusche hat, was macht man da? Das ist halt ein bisschen blöd dann, ja, und jetzt stapeln sich bei mir diverse Badezusätze, die ich vermutlich in meinem Leben nie weggebadet bekomme. So, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ihr das Ganze aber auch ein bisschen toppen könnt, vielleicht noch mit so einem süßen Luftschwamm. Der ist jetzt von Hello Kitty und die sind auch gar nicht teuer, die kosten so um die 5-6 Euro. Ja, und die werden so ein Badeset, dann finde ich noch ein bisschen auf und da hat man dann auch ein bisschen länger was davon, wenn man baden kann und auch duschen und tatsächlich sollte ich den vielleicht mal wieder ersetzen, weil der fällt so langsam auseinander, also der war wirklich bei mir auch oft in Benutzung, ist aber auch relativ gut verarbeitet, muss ich sagen, dafür, dass er so günstig ist und hat jetzt auch bestimmt ein Jahr gehalten. Und ich glaube, ja, danach sollte man den Luftschwamm vielleicht auch mal auswechseln. Was ich auch sehr, sehr hübsch fand und mir auch selber gekauft habe, sind diese ein bisschen zerbrechlichen Kristallkugeln. Seht ihr das? Da ist ein Mewtwo drin. Das sieht man leider nicht so gut. Aber ja, also das sind diese kleinen Kugeln und beziehungsweise Pokebälle mit eingraviertem Pokémon. Ich habe das auch Ganze noch als Mew. Die beiden finde ich einfach zusammengehören. Mew und Mewtwo. Und die machen wirklich, wirklich was her. Also die sehen sehr, sehr edel aus auch. Liegen preislich pro Stück bei 25 Euro. Gibt natürlich so gut wie alle Pokémon. Auf jeden Fall die beliebten, sage ich mal. Und inzwischen habe ich auch gesehen, gibt es die auch im Dragon Ball Design. Oder ein Spider-Man habe ich neulich gefunden. Also wenn ihr da ein bisschen sucht, dann findet ihr bestimmt auch noch andere Motive. Die sind natürlich dann nicht im Pokéball, sondern das ist dann eine normale kleine Kugel. Ja, ohne dieses schwarze Ding und diesen Punkt da vorne. Ist natürlich designtechnisch schön angepasst. Aber ihr müsst echt aufpassen, weil die rollen.
die rollen schon schneller von dem kleinen Podest. Ach ja, noch zum Podest. Das kann man eigentlich, theoretisch kann man das anmachen hier am Knopf und dann leuchtet das und dann sieht das wirklich so, super schön aus. Das macht wirklich ein tolles Ambient Light. Leider kommen die allerdings ohne Batterie. Und das sind jetzt nicht wirklich so gängige Batterien. Da müsste ich mich erstmal schlau machen, was man dafür welche bräuchte. Ich habe zum Glück habe ich solche noch größer, solche Podeste, was ist das? Ein Podest mit Licht. Habe ich früher auch schon mal geschenkt gekriegt mit meinem Sternzeichenmotiv. Und da stelle ich die dann immer drauf, weil da hat es dann eine Steckdose, also da hat es da braucht ihr keine Batterie. Ihr wisst, was ich meine, die steckt man ein und dann läuft das für immer. Deshalb habe ich für die leider noch keine Batterien gekauft und ich weiß auch nicht genau, was man für welche braucht. Das ist das einzige Manko, aber ansonsten sind die wirklich auch schön, wenn man sie nicht einstellt, sondern nur in der Vitrine oder auch im Schrank stehen hat. Zieht auf jeden Fall Blicke auf sich und ihr werdet auf jeden Fall danach gefragt werden. Apropos Ambient Light habe ich mir auch letztes Jahr zugelegt. Es gibt auch in vielen Variationen wieder solche schönen Stehlampen. Die ist jetzt im Chica Design, wie ihr seht. Und die ist ja aus hauptsächlich durchsichtigem Material und durchzogen, eigentlich nur mit ein bisschen Farbe, muss ich sagen. Und ihr glaubt aber wirklich nicht, wie gut das aussieht, wenn es dunkel ist und ihr die nachts irgendwo hinstellt. Dann sieht man das Glas eigentlich nicht mehr und nur die Schrift, wollte ich gerade sagen, nur das, also das Zeichen darauf leuchtet dann. Und es sieht wirklich aus, als stünde das in der Luft. Macht es leider gerade nicht so viel her, wenn ich sie bei Tag einschalte. Aber die sind wirklich, die sind richtig, richtig cool. Leider ist dieses Exemplar gerade vergriffen, habe ich gesehen. Aber es gibt viele andere Designs und wenn die so beliebt ist, dann wird die bestimmt wiederkommen. Liegt preislich bei 16 bis 20 Euro. Gut an der ist auch, die kommt mit einem USB-Kabel. Also könnt ihr in solche Boxen vielleicht vom Handy-Ladegerät einstecken oder ihr macht es wie ich und ihr nehmt einfach eine Powerbank, dann ist das Licht auch relativ transportabel und ihr könnt wirklich schönes Ambient Light herstellen. Seit letztem Jahr gibt es außerdem noch solche Retro-Konsolen, leider wollte ich die jetzt auch dieses Jahr noch verwichteln und deshalb habe ich die noch nicht ausgepackt und ausprobiert. Die liegen preislich um die 10, 12 Euro rum und da sollen anscheinend 50 bis 100 Spiele drauf sein. Ja, ich finde, das ist auch sehr, sehr schön, wenn man wichteln geht wieder und einfach ein kleines Geschenk für Gamer sucht. Also sogar wenn das jetzt nicht der Hammer ist, denke ich, dass das für ein Wichtelgeschenk doch schön zeigt. Man hat sich Gedanken gemacht und ja, der andere hat auf jeden Fall eine Weile Spaß damit, hoffentlich. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der viel über den Emulator spielt oder auch ROM-Hacks zockt oder Retro-Games, was auch immer. Dafür eignen sich ganz besonders solche Controller. Ja, das ist zum Beispiel ein Super Nintendo Controller oder ein N64 Controller, aber ihr braucht natürlich die mit dem USB-Port, die ihr dann auch einstöpseln könnt. Funktioniert eigentlich ganz einfach, ihr kauft den Controller, ihr stöpselt ein, Spiel funktioniert selten, müsst ihr im Emulator noch ein bisschen nachjustieren, aber normalerweise ist das dann auch kein Problem. Und es fühlt sich auf jeden Fall wie früher, wie in der Kindheit an, wenn man das Spiel mit dem richtigen Controller spielt. Ja, die liegen preislich bei ungefähr 15 Euro und lohnen sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also wenn ihr jemanden kennt, der das gebrauchen könnte, ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Vielleicht seid ihr ja auch jemand, der sehr gerne backt oder eure Lieben mit Do-it-yourself-Geschenken beschenkt
Und da hätte ich noch als Vorschlag solche süßen Silikonförmchen. Und zwar habe ich jetzt mal welche im Pikachu-Design. Die habe ich einmal hier ein bisschen größer und einmal auch hier ein bisschen kleiner. Die sind auch schon ein bisschen verfärbt, weil die bei mir ganz oft in Benutzung sind. Ich persönlich mache sehr gerne Kekse drin, habe aber auch schon zum Beispiel eigene Gummibärchen gemacht oder natürlich die kleinen eignen sich auch für Eiswürfelförmchen. Ihr könnt eigenes Konfekt drin machen oder manche sieden ja auch selber Seifen, habe ich auch schon gemacht. Oder arbeiten so mit Kunstharz, kennt ihr vielleicht auch. Das könnt ihr in diesen Förmchen auch sehr, sehr schön machen. Allerdings, wenn ihr Kunstharz oder Seifen drin macht, bitte nicht mehr für Lebensmittel verwenden. Die gibt es zum Preis von 10 bis 15 Euro. Auch auf Amazon. Und bitte schaut euch auch um nach anderen Motiven, weil es gibt gerade auch super schöne Star Wars Motive, habe ich gesehen, sehr, sehr viele. Und Sailor Moon Motive, die ich auf jeden Fall auch noch selber brauche. Also da gibt es auch wieder eigentlich für jeden etwas. Und entweder ihr verschenkt diese Silikonförmchen selber oder mein Tipp wäre, ihr behaltet sie und macht eben selber immer wieder drin Geschenke, die ihr dann anderen schenkt. Und bisher kam das wirklich immer sehr gut an und die hatten wirklich sehr viel Freude mit den kleinen Aufmerksamkeiten. Das nächste Geschenk ist für alle großen und kleinen Disney-Prinzessinnen. Und zwar gibt es dieses Jahr, habe ich die zum ersten Mal gesehen auf Amazon, solche wunderhübschen Bürsten im Prinzessinnen-Design. Und zwar, ich habe hier extra zwei gekauft, weil eine möchte ich auch gerne verschenken an meine Schwester. Also hier haben wir einmal Jasmin. Und ich habe mir selber die Pocahontas-Bürste ausgesucht. Die sind wirklich schön. Und die sind von der Firma Wet Brush heißen die. Und die sind also speziell für nasse Haare gemacht. Und wir Mädels, wir kennen das ja gerade bei langen Haaren, ist es mit nassen Haaren nicht ganz einfach, da durchzukommen. Ich habe sie schon ausprobiert, es funktioniert. Also meine Haare sind sehr fein und sind nicht einfach, wenn sie nass sind. Die kommt aber wirklich relativ gut durch, die Bürste. Ist preislich 14 Euro bis 15 Euro. Auch wieder je nach Anbieter ein bisschen Variation drin. Aber ja, ein wirklich, wirklich wunderschönes und auch praktisches Geschenk. Und da kennt bestimmt jeder irgendwen, der sich darüber freut und der das gebrauchen kann. Und ich freue mich auch schon richtig auf die Reaktion, wenn ich die dieses Jahr verschenke. Natürlich müssen auch Nerds nicht auf Schmuck verzichten. Wer schon mal einen Stream von mir gesehen hat, der weiß, dass ich nichts ohne meine Kette streame. Das ist wieder eine hübsche Sheikah-Slate, wie ihr seht. Und wie man merkt, ich bin ein bisschen ein Zelda-Nerd. Die liegt preislich bei 9,99 Euro. Kommt auch mit diesem Lederkette. Mit dieser Lederkette und sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ist auch ein relativ auffälliger, großer Anhänger, weil ich denke immer, wenn man schon eine Kette dran hat, dann muss man da auch was sehen, oder? Gibt es natürlich auch viele verschiedene Anhänger. Ich habe euch hier zum Beispiel noch ein kleines Schlüsselschwert. Das ist auch wirklich sehr, sehr süß. Auch nicht gerade klein, würde ich sagen. Und was ich dieses Jahr auch verschenken würde an meine Freundin, die ein großer Harry Potter-Fan ist, ist dieses Schnatzarmband, das ich auch sehr, sehr süß finde. Und das war preislich sogar günstiger, das war um die 7 Euro, glaube ich, 6,99 oder so. Also auch da findet sich für Fans, findet man wirklich auch hübschen Schmuck. Bestimmt seid ihr auch jemand, der gerne Spieleabende mit Freunden verbringt. Und dafür habe ich ein schönes neues Spiel, heißt Wilderness. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Geht um Disney Bösewichte. Und zwar, ihr sucht euch einen Bösewicht aus und müsst dann das Ziel dieses Bösewichts verfolgen. Heißt, ihr spielt zum Beispiel Ursula und müsst die Stimme von Ariel stehlen und Prinz Erik heiraten. Oder ihr spielt Prinz John und müsst so viel Schulden wie möglich aus Nottingham eintreiben.
oder Scar der Mufasa besiegen musst. Jeder hat sein eigenes Ziel, aber eure Gegner bzw. Mitspieler, die arbeiten natürlich gegen euch. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Kostet um die 22 Euro. Macht wirklich Spaß, vor allem, wenn man jedes Mal einen anderen Bösewicht spielt und ein anderes Ziel verfolgen muss. Gibt's mittlerweile auch schon Erweiterungen dafür? Ich habe mal die zwei. Ich glaube, es gibt sogar noch eine dritte Erweiterung. Ja, sowohl das Spiel als auch die Erweiterungen liegen wir preislich bei 22 Euro ungefähr bei Amazon. Im Original-Store sind die um einiges teurer. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sich mal lohnt, reinzuschauen. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr gerne Brettspiele spielt, wäre das auf jeden Fall auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Was auch immer sehr gut ankam, wenn ich das verschenkt habe, waren diese kleinen Exit Games. Und der ein oder andere kennt das bestimmt schon. Da muss man wie im Escape Room in einer bestimmten Zeit, meistens ist das so eine Stunde ungefähr, Rätsel lösen und hier zum Beispiel vermutlich aus der Grabkammer des Pharaos entkommen. Ja, die sind günstiger, weil man kann es leider halt nur einmal spielen, weil man auch oft auf die Sachen draufkritzeln oder die Sachen zerschneiden muss, die innen drin sind. Aber ist meistens für vier Spieler und die machen wirklich richtig Spaß und man macht mal wieder was zusammen. Und richtig schön wird das natürlich, wenn ihr vielleicht einen Gutschein macht für einen gemeinsamen Spieleabend und das dann als Paket übergebt. Finde ich auch eine sehr schöne Idee als Wichtelgeschenk oder auch als normales kleines Weihnachtsgeschenk. Noch ein wunderschönes Sailor Moon Geschenk ist dieses Mäppchen. Ich finde, das ist sehr, sehr süß designt mit Bunny drauf. Ja, wenn ihr das verschenkt, dann könnt ihr das natürlich auch schön füllen mit Süßigkeiten oder auch Stiften oder Schulsachen. Je nachdem, wem ihr das schenkt, könnt ihr ja verschiedene Sachen reinmachen. Ja, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich brauche das nicht mehr unbedingt, aber fürs Studium braucht man auch immer ein Federmäppchen. Und auch wenn ihr daheim seid, irgendwo fahren immer so ein paar Stifte in der Gegend rum, die man da schön einsortieren kann und ist auf jeden Fall ein praktisches, süßes Geschenk um die 13 Euro und Must-Have für Sailor Moon-Fans. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, Schminke könnte man vielleicht auch noch reinmachen. Vielleicht verwende ich das als Beauty-Bag. Noch ein sehr schönes Harry Potter Geschenk sind zum Beispiel auch diese Briefbogensets. Da sind jeweils 10 Briefumschläge, Briefbögen und 10 so knuffige Sticker drin, die aussehen, als kämen sie direkt aus Hogwarts. Das mache ich leider nicht auf das Set, weil ich das verschenke gemeinsam mit dem Armband an meine Harry Potter Freundin. Ich hoffe, sie freut sich. Und ja, ich dachte, das kann man auch sehr, sehr gut verwenden, wenn man zum Beispiel eine Motto-Party macht und noch dementsprechend schöne Einladungen braucht. Ja, liegt preislich, jetzt muss ich schauen, wie viel hat das denn gekostet? 7 Euro, ich glaube 6,99 waren das wieder ungefähr. Also ist preislich auch relativ im Rahmen gut. Es ist nur Papier, aber es ist natürlich auch Merchandise und dafür finde ich den Preis auch gerechtfertigt. Überlegt es euch, vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, der sich über sowas freuen würde. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Dungeons & Dragons Spieler unter euch. Oder ihr habt einen lieben Dungeon Master, dem ihr gerne mal eine Freude machen würdet. Und da würde ich euch solche Würfel empfehlen. Und zwar, ich liebe Dungeons & Dragons Würfel, gibt es hier so Sets mit verschiedenen Würfeln drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jawohl, sind alle drin. Als 20er, 4er Würfel, 10er Würfel, 6er Würfel. Alles, was man braucht. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier ein Set gekauft. Das sind sieben solche Päckchen, ja.
7 für 12,99 gibt es die in verschiedenen Farben. Komm, wir machen noch eins auf, damit ihr seht, dass ich euch nicht anlüge. Was kommt dabei raus? So, hier sind zum Beispiel auch die roten, die sind sehr, sehr schön. Und ja, ich finde es echt gut, dass die in den Säckchen drin sind, weil wer öfters Dungeons & Dragons schon gespielt hat, der weiß, dass die Würfel doch öfters mal verloren gehen. Und dann hat man so inkomplette Würfelsets. Das ist natürlich nicht so schön und deshalb finde ich für 12 Euro 7 Würfelsets, 7 verschiedene Farben, finde ich das echt super Preis. Und ja, ihr könnt es natürlich auch so machen, dachte ich mir, wenn ihr jetzt eine Runde seid, die zu 6 oder 7 immer spielt, dann könnt ihr natürlich jedem seine Lieblingsfarbe auch schenken. Also das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Geschenk, wenn ihr in einer Dungeons & Dragons Gruppe seid. Oder wie gesagt, wenn ihr einen ganz lieben Dungeon Master habt, der immer das Spiel vorbereitet und ihr euch eigentlich noch nie so wirklich revanchiert habt. Zum Schluss habe ich noch was für alle Sushi-Liebhaber. Und zwar sind das solche knuffigen Sushi-Förmchen. Die gibt es in verschiedenen Variationen. Ich zum Beispiel habe jetzt Kätzchen, Häschen und die Hündchen, die Shiba Inus. Und die kommen wirklich, wirklich super raus. Also wenn ihr Sushi mögt, ist das ein absolutes Must-Have. Die liegen preislich im Bereich von 6 bis 12 Euro, je nach Anbieter und Form. Gibt es auch Pinguine und Pandas zum Beispiel, unterscheiden die sich dann ein bisschen im Preis. Ich habe die schon öfters gemacht. Es sieht ein bisschen kompliziert aus, weil das sind sehr viele Einzelteile. Und man muss auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und mit Öl arbeiten. Aber theoretisch, also drückt ihr dann den Sushi-Reis in diese Form, wahlweise mit oder ohne Füllung, und bekommt dann wirklich diese süßen Förmchen raus. Also ihr habt dann auch noch, Moment, ich zeige euch das kurz, da ist dann auch noch so eine rote Unterlage dabei. Und eben diese Ausstecherförmchen für die Nori-Blätter. Also die drückt ihr praktisch dann auf dieses Blatt, ja. Also Nori-Blatt kommt dazwischen und dann drückt ihr das dann drauf. Und dann schneidet es euch praktisch die Ohren und Mund und Augen. Und wie gesagt, das ist nicht ganz einfach. Es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Es braucht ein bisschen Zeit. Aber dann sieht das wirklich so aus wie hier beschrieben, dass es wirklich wunderschön macht, auch richtig, richtig viel Eindruck. Also das ist wieder sowas, mein Tipp, behaltet es selber und macht mal eine Sushi-Party, kommt wirklich super gut an. Ja, Preis habe ich schon gesagt, probiert es aus, das ist ein super, super Tipp für alle, die gerne kochen und anderen auch gerne mal, also die anderen gerne mal zum Essen einladen, würde ich sagen. So, ich hoffe, euch haben meine Geschenkideen gefallen. Ihr könnt das ein oder andere auch mitnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal und ansonsten seid ihr natürlich immer herzlich willkommen auf meinem Twitch-Kanal auf Struggle Play. Ist auch unten immer noch verlinkt. Und dann wünsche ich euch, meine Lieben, eine ganz, ganz schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Und viel, viel Spaß beim Schenken, Wichteln und Beschenkt werden. Macht es gut, meine Süßen. Ciao, ciao.